Willkommen bei Mercedes in Burbach. Heute zum dritten Teil vom Outcast Tuning. Heute machen wir ein optisches Tuning, und zwar habe ich das bei einem anderen YouTuber gesehen, und zwar bei German SC Playground. Der hat die Reifenbeschriftung weiß gemacht. Fand ich, ist sehr auffällig und sieht ziemlich cool aus, und wir probieren mal, ob man das auch so schön hinkriegen wie der. Dafür habe ich mir so einen Proflex-Reifenmarkierer gekauft. Damit soll es funktionieren. Und probieren wir das jetzt einfach mal aus. Der S habe ich schon mal probiert. Aber ich mache das jetzt mal weiter. Also erster Teil gut schütteln. Ihr habt das schon gehört im Hintergrund. Dann ein paar Mal aufditschen, damit er ordentlich Farbe aufnimmt. Und dann kann man die Buchstaben, die ja so ein bisschen hochgelegt sind, eigentlich schön so anmalen. Also ich bin jetzt nicht so der super Künstler und super ordentlichste, aber so sollte das von der Theorie funktionieren. Über dem S gehen wir einfach nochmal drüber. Und ich glaube, man muss zwischendurch immer hier den Stift irgendwie aufdrücken. Ja, okay, das mache ich jetzt mal so weiter und probiere dann einfach mal ein Zeitraffer-Video zu machen. Dann haben wir zwei Sachen auf einmal. Erstens dauert das nicht so lange, und zweitens kann ich mal die Zeitraffer-Funktion ausprobieren. So, ich empfehle euch, zwei Lagen zu malen, dann wird das Weiß ein bisschen kräftiger, und jetzt ist hier der direkte Vergleich. Also ich finde es halt cool, weil jetzt kann man hier lesen, Backflip, die Boots, und der Outcast hat ja auch die alte Karo, und von daher finde ich, sieht das auch mit dem Weiß ziemlich cool aus, beziehungsweise entweder hier so Weißbandreifen von früher oder aus dem Rallye-Sport. Also ich finde es extrem cool. Da macht er für alle vier Reifen. Ja, und dann ist das Ding mega cool, wie ich finde. Okay, das war's für heute mit dem dritten Teil vom Outcast Tuning. Bis zum nächsten Mal, euer RC-Team Burbach.